Und damit willkommen zurück zu Gorogor. Ich glaube, das war das letzte, wo wir gewesen sind, ne? Ich habe einfach nur das Spiel angemacht und hier geht's exakt ohne jeglichen Titelscreen oder Auswahl weiter. Deswegen, ich hoffe mal, das ist richtig. So, Schmetterfink haben wir hier. Vögelchen haben wir hier. Das passt überhaupt nicht. Ist auch kein Stück offen hier oder durchsichtig. Das ist total gut. Und jetzt? Kann man das aneinander hängen? Nee, ne? Nee, ergibt doch null Sinn. Gibt aber auch nichts, wo ich draufklicken kann, oder? Hä? Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich mich überhaupt an das hier erinnere. Ehrlich gesagt. Nicht, dass da jetzt irgendwie was vorgesprungen oder irgendwie was geändert wurde. Nicht ordentlich gespeichert wurde. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich habe jetzt hier, ich habe jetzt einfach, man kann auch nicht wirklich speichern, ne? Oder wie es das Kapitel auswählen geht. Das geht, ne? Falls man Teile davon nochmal wieder neu spielen möchte. Aber habe ich eigentlich nichts von gemacht. Okay, achso, ich kann raus, natürlich. Das geht natürlich. Das ist auch der einzige Knopf, den ich irgendwie drücken konnte. Der schnarcht fröhlich vor sich hin. Okay, der Kollege. Oh, der kann mir nichts machen, ne? Mhm, interessant. Ah, das ist der Baum. Das sieht passend aus hier. Okay, das muss andersrum wahrscheinlich. Nops. Kann ich noch weiter zur Seite? Ah, alles klar. Es geht immer noch weiter. Das geht nach links. Das geht nach links. So, das ist ganz spannend. Ich meine, hier, die Bilder hingen eben zusammen. Hier habe ich nach links geklickt und das sah anders aus als hier. Von daher, es ist halt nicht die gleiche Welt. Es ist nur die gleiche Welt, die sich, oder das gleiche Konzept, was sich an Stellen überschneidet. Und da haben wir den gelben Apfel oder was auch immer das ist. Das gelbe Gemüse. Sehr gut. Wo auch immer er jetzt hinrennt. Kein blassen Schimmer. Okay. Er träumt zu fallen, oder wie? Ah, okay. Und er denkt zu wahrscheinlich zu springen. Oder zu fallen. Und das Vieh ist weg, oder wie, oder was? Das ist gerade eine verblassene Erinnerung. Und noch... Meine Güte! Plötzlich sind es wieder Vielfelder. Okay, okay, okay. Kann das runterziehen, das Rollo? Nee, ne? Fenster ist nicht durchsichtig. Oh. Was kann ich hier noch machen? Ach, das ist der Kollege. Jetzt will er das blaue Stück haben. Ja, dann hol das halt. Dann hol doch das blaue Stück. Haben wir hier irgendwelche wiedererkennbaren Zeichen? Nee, oder? So ein Buch. Okay, warte mal. Kann man auch draufklicken. Sonne. Ah, nee, warte mal. Ich dachte kurz, dass es hier durchsichtig wäre. Ah. Das haben wir schon mal in ähnlicher Form gesehen. Nur anders. Ähnlich, nur anders. Okay, dann kann ich da wohl eher wenig machen. Ich versuche mal... Meine Herangehensweise an viele Spiele ist erstmal, gerade wenn das relativ linear ist, herauszufinden, welche Teile nicht linear sind. Im Sinne von, ich will nichts verpassen. Das heißt, bevor ich, also wenn ich sehe, okay, das könnte der richtige Weg sein, versuche ich erstmal den nicht zu gehen, damit ich alles, was außenrum noch ist, möglichst versuche, mir anzuschauen, damit ich möglichst viel davon mitbekomme. Ist nur in dem Moment blöd, wo man glaubt, dass man mit Absicht quasi das falsch macht, um alles zu sehen, und dann ist das dann doch das Richtige. Das ist durchaus irritierend. Aha, okay. Okay, das passt halt nirgendwo. Sollte man meinen. Ah, okay, hier unten ist jetzt ein Stern mit Zeug. Da ist eine Karte, hier sind ganz viele Sternchen. Ich glaube, dass ich vermute, das ist das Richtige und Wichtige. Ja, sieht gut aus. Da, blau. Blaue Perlen haben wir hier. Nice. Zwei von den Teilen hier. Oh, ah, okay. Oh,
Nobla, was ist das für eine ganze große Wand? Aber da sind viele Dinge. Ganz viele Bilder zum Anschauen. Ich wollte gerade sagen, es ist doch schwarz-weiß gewesen, aber anscheinend nicht schwarz-weiß genug. Das sieht aus, als ob man da von der Seite aus langläuft oder als ob er dann rauskommt. Als ob hier die Tür dann aufgeht und er da rauskommt. Das Jüngchen hier. Nicht zum Anklicken irgendwo, gar nicht. Das ist durchsichtig, das ist die Sonne, das ist Quatsch. Okay. Ich vermute, ich sollte erstmal hier bleiben. Wir haben noch andere Bilder hier. Das ist ja noch das, was am offensichtlichsten neu ist. Das ist ein Pfeil mit dem blauen Feuer oder Licht oder Essen oder was auch immer das ist. Kügelchen, da ist das sogar. Nee, passt nicht. Okay. Das passt alles nicht. Noch nicht. Schauen wir mal an, was wir noch so haben hier. Da sind auch noch blaue Teile hier. Und ein Stück von der Karte. Ah, da sind Stücke von der Karte überall verteilt. Interessant. Interessant, interessant. Hier komme ich auch nicht wieder raus. Interessant. Um nochmal interessant erwähnt zu haben. Okay. Dass man da nichts machen kann, ne? Au. Oh. Ha. Keine Ahnung, was uns sagen soll. Überall zu viel Blau, viel zu viel Blau. Überall sind blaue Hinweise. Also überall sind blaue Hinweise. Oh, passt das denn? Nein, das passt alles nicht. Ist voll fies. Aber irgendwelche Türen passen bestimmt aufeinander, oder? Irgendwelche Türen werden noch aufeinander passen hier. Gehe ich mal ganz stark von aus. Hier kann ich nichts machen, überhaupt nichts. Wahrscheinlich können wir irgendwann dann das Tuch da wegziehen, vermute ich mal. Würde ich mal fast sagen. Ah, kann ich dann die beiden... Nee. Die beiden Bücher irgendwie anders anordnen oder so? Ach, stimmt gar nicht. Ha, das ist jetzt hier, glaube ich, das... Da, wo ich die meisten Möglichkeiten habe. Einfach mal, dass es hier so eine ganze Palette voll Zeug ist. Hiermit werde ich auch nicht schlauer, an welcher Stelle das der wichtige und richtige Teil ist. Ob von den Symbolen kann ich da, glaube ich, nicht raus schlau werden, oder? Es gibt zu viel zu machen. Wenn ich einfach zurückgehe hier wieder... Ich meine, wir brauchen den Jungen ja noch, ne? Aber der guckt da hin, der will eine Treppe raufgehen. Ah, alles klar. Jetzt komme ich hier an die Stelle. Nice. Okay. Jetzt passt das. Ein Stück weiter. Jetzt, ah, er ist in einem anderen Bild. Natürlich. Das ist hübsch. Das war eine nette Animation. Das war cool. Ich möchte tatsächlich gerne wissen, was das für ein Vieh ist. Wahrscheinlich wird es uns exakt nie erklärt werden. Aber es sieht halt irgendwie... sieht halt fantastisch und fantasiereich aus, vor allem. Kalter Eisgipfel. Oh, und ein Weg. Der gegangen wird. Mit einer Kelle oder was ist das? Oder ein sehr kurzer Golfschläger. Ah, ist eine Kelle, okay. Ist eine Gebetskelle oder was ist das? Okay, macht das immer weiter oder wie? Ist jetzt auch nicht mehr durchsichtig hier. Okay. Okay. Sind das die gleichen? Ich meine, die sehen sehr ähnlich aus, ne? Die haben die gleichen Schuhe. Es müssen die gleichen sein.
Es gibt aber nur ein paar Schuhe. Au, das passt aneinander, sehr gut. Das war tatsächlich Zufall gerade. Das hätte ich auch mit Absicht, glaube ich, nicht geschnallt hier. Aber ist cool. Oh, Junge lässt Zeug fliegen. Junge will Fasan killen. Junge klebt an der Decke wie Spider-Man. Okay. Fancy. Okay, okay, okay. Kann ich zurück zum Berg. Ich kann auch wieder raus hier. Okay, meine Güte, das ist kompliziert. Also, nicht kompliziert, aber es ist komplex. Nennen wir es mal so. Das ist super. Wie gesagt, es ist halt faszinierend, sich das hier überall durchzuklicken und sich das genau anzuschauen. Hier äumelt der auch. Oh, oh. Wahnsinn. Das ist eine fantastische Idee. Wir haben das gedreht hier. Das ist eine echt super Idee, muss ich sagen. Ich kann da nur nichts mitmachen. Im Moment. Das ist sehr, sehr lustig. Da muss man wirklich erstmal drauf kommen hier. Da komme ich auch weiter. Das ist offen, okay. Da muss man wirklich erstmal drauf kommen. Okay. Was habe ich denn, was offen da an der Stelle funktioniert? Wo das Loch hier reinpasst. Da schon mal nicht. Okay. Ich will mir doch erstmal das andere anschauen. Nein. Raus. Nochmal raus. Okay. Ich kann einfach drauf fliegen, der Rest ist ja egal. Okay, da passiert aber nichts weiter, okay. Verbindet sich das jetzt? Jetzt, okay. Das war gerade während der Animation quasi schon. Ah, es ist lustig, das ist super. Kommen wir hier noch rein ins Bild? Ah ne, da kamen wir her. Stimmt, das war das erste. Können wir nicht mehr weiter reinzoomen da. Das ist... ich bin gerade ein bisschen... sehr erfreut. Nennen wir es geflasht. Von sowas eigentlich... Ne, eigentlich technisch jetzt... Technisch wahrscheinlich simplem gemacht, aber die Idee ist halt super. Okay, aber hier... Irgendwie... Er will ja weitergehen, ne? Irgendwie muss es da noch eine weitere... Geschichte geben. Ist nur die Frage, ob der hier eins von hilft. Das sieht ja extrem ähnlich aus hier, ne? Wahrscheinlich muss es gedreht werden. Au! Au! Muss ich das Bild drehen und dann da reingehen? Ich kann mir das ja auch seitlich... Das ist natürlich nice. Ich kann mir das ja auch seitlich anschauen. Also ich muss zwei warten jetzt noch. Das ist ja super. Kling, 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 kling. Wir haben ja Zeit, ne? Wir haben ja Zeit. Wie lustig, wenn der ganze Himmel sich noch mitdreht, quasi. So. Man muss sich ja immer nicht nur das Unterste anschauen. Zack. Sisse. Und eine Tür haben wir jetzt. Hier komme ich aber auch nicht mehr raus jetzt. Das heißt, wir brauchen das auch nicht mehr weiterdrehen. Eine Tür. Kommen wir jetzt noch... Au, kommen wir jetzt... Das sieht nach ziemlich der gleichen Zackelei aus, oder? Ja, genau. Sieht sehr, sehr ähnlich aus. Und jetzt ist er im Hintergrund. Genau, jetzt ist er auf dieser Ebene. Ich meine, es ergibt alles irgendwo... Oder an sehr vielen Stellen irgendwo Sinn. Ich würde nicht alles sagen. Da hat sich das geändert.
Okay. 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 Jetzt hängt der Junge hier also rum. Und er möchte wahrscheinlich nach oben. Wir haben doch irgendwo anders... Wir haben doch am... Warte mal, haben wir... Da ist wieder das... Das Symbol, quasi das Logo von dem ganzen Spiel. Au. Kann man das da rüberlegen wahrscheinlich? Nö. Wahrscheinlich nicht. Nach oben? Was war das? Okay. Rauszoomen? Ah, das ist hier Glocke. Ah, das ist quasi die Geschichte der Glocke hier. Ne? Dass das die Glocke ist, die wir gerade in Aktion gesehen haben. Kann ich mir zumindest vorstellen. Da haben wir einen Baum. Das sieht auch alles sehr bäumisch aus hier. Okay. Nein, lass mich da rein. Ich kann hier auch noch zur Seite gehen. Ha. Oh, okay. Das ist aber das, was wir da unten sehen. Warte mal, kann man da draufklicken? Ja, kann man. Dann müssen wir das ja auch drehen. Na klar. Vielleicht. Eventuell. Okay, ich war zu ungeduldig. Können wir das drehen? Was auch immer wir davon haben jetzt gerade mal. Oh, drehen. Nice. Ah, es ist sehr lustig. Sehr, sehr coole Ideen. Ich hätte gerne Gegenstock. Glaube ich. Au. Aha. Aha. Das ist schlimm. Ich könnte jetzt kein Stück in irgendeiner Form irgendwie nacherzählen, was wir nach und nach wie gemacht haben. Absolut überhaupt nicht. Und dann habe ich darauf geklickt und sind wir reingezoomt und dann war da eine Treppe. Die allerdings falsch rum war. Das heißt, oh, das ist dadurch, dass es falsch rum ist, ich muss es noch zweimal drehen hier. Sehr, sehr cool. Die Treppenstufen waren ja an der Oberseite, an der Decke. Das heißt, ich muss es noch zweimal drehen hier. Oder gucken, dass das Ding zumindest unten ist. Da ist es unten, da ist es nicht mehr unten. Ah, da ist es... Und nicht mehr unten. Das ist rechts. Muss ich ernsthaft jetzt... Na gut, einmal muss ich noch warten. Oder ich hätte wahrscheinlich auch die anderen Bilder mir anschauen können. Was die anderen Bilder dann noch so für Effekte machen und haben. Oder? Wäre wahrscheinlich sinnvoll, ne? Nichts weiter. Nichts weiter. Nichts weiter. Dann sind wir genau schon beim Richtigen hier. Wobei das echt ein bisschen bizarr ist, das über Kopf darüber zu schieben. Aber es funktioniert, ne? Es ist genau das. Auch das hier passt von der Richtung her. Und jetzt ist er im nächsten Bild. Das ist super, wie man sich hier über die Fotowand bewegt. Das ist super geil. Oh. Ach, verfolgt uns das Vieh, oder wie ist das? Weil wir da jetzt schon so viel Mampf dabei haben. Verfolgt er uns jetzt? Ist es immer genau in dem Moment gewesen, wo wir aus dem Bild rausgelatscht sind? Gehen wir davon aus, das brauchen wir nicht mehr. Auch das Item hier, ne? Auch das sind die Kerzen, die er auf die Steine gestellt hat. Das hier haben wir schon... Das haben wir noch nicht gemacht. Okay, das heißt, ich vermute, das brauchen wir jetzt. Ich vermute mal, das brauchen wir jetzt. Auch hier begießt er sich mit irgendwas. Gießt mit Begeisterung. Oder Geist mit Begeisterung? Ich weiß nicht. Okay. Achso, die Treppe geht da weiter, oder was? Nee. Alles leicht anders. Es hat sich alles geändert. Es hat sich ja alles geändert. Wow, okay. Da ist eine... Nee, warte mal. Jetzt können wir das auch nicht mehr drehen, oder? Au. Das sieht schon... Es sieht alles irgendwie zusammenhängend aus. Das ist hier so ein schönes... Ich wollte sagen, es sieht nach Eisklos aus. Ist das hier die Fortsetzung davon? Aber das müsste gedreht werden hier. Wie soll ich das denn jetzt noch drehen? Kann ich das noch drehen jetzt?
hiermit... Ist das... Oh. Ah, okay. Nett. Sehr, sehr nett. Ja, genau. Ah, das sind Zahnräder wieder, die ineinander greifen. Die Frage ist nur, wo, wie und warum eigentlich? Aha, das ist auch die Kelle von oben. Oder ist das... Oder eine ähnliche Kelle zumindest. Sehr interessant. Ah! Cool. Ah, es ist super. Das ist wirklich, wirklich kreativ, finde ich. Das ist wirklich kreativ. Ist das jetzt die richtige Stelle? Nein. Doch, das ist jetzt da oben. Okay. Das ist wirklich kreativ, finde ich. Ich bin gerade mal stark begeistert. Das Spiel mag zwar kurz sein, aber die Ideen. Die Ideen und das Ziel sind ein Traum. Tja. Das sind immer nur so kurze Schritte geht, ne? Und dann spontan. Spontan wieder alles vorbei ist. Dass der Schwung so schnell quasi zu Ende geht. Und da muss ich jetzt rüber, oder was? Das ist im Hintergrund die Ruine. Da ist das Äpfelchen oder die Blaubeere, was auch immer das ist. Da haben wir sie geschafft. Plonk. Sehr gut. Der läuft unermüdlich weiter hier. Ich musste das mal kurz beenden. Das ist schön, dass wir die jetzt haben. Musik ändert sich. Oh, warum rum das kaputt ist jetzt? Oh. Ist er das wieder? Nur ein Alt? Okay. Links. Ein Ausgang. Da kann er gleich durchlatschen, ja. Faszinierend. Ich würde aber sagen, hier faszinieren wir uns beim nächsten Mal weiter. Bei Gorogoa. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Adieu und tschüss.